Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Englisch. Ja, dann haben wir schon die erste Frage von MTB Buddy. Ich meine die Mastery Stones. Also er hatte gefragt, was man damit machen kann. Was macht man mit den Mastery Stones? Man erforscht die hier oben. Ja. Und dann zieht man die Combo hier rein. Ich kann sie jetzt, zum Beispiel fehlen mir hier welche für den Dolphin Rider Peter, deswegen geht das nicht. Und dann kämen da eben, also wenn ich den nochmal pushen könnte, dann würde das zweite Krönchen draufkommen. Würde dann bedeuten, dass er anstelle von 6-fach Cheers, 7-fach Cheers hat, von 13-fach, Leech, 14-fach Leech, 23 Angriff und 55 bzw. 60 Leben. Ja, haben sie ein bisschen komisch berechnet. Normalerweise müsste es dann mehr sein, weil es sollen ja immer 10% auf alle Werte draufkommen. Hier steht ja Boost plus 10%. Also wenn ich 22 nehme, müssten es eigentlich 24 sein, die da als Angriff rauskommen. Congregate hat das mit der Mathematik scheinbar noch nicht so ganz drin. So, ja, habe ich hier zum Beispiel, oder hier hätten wir beispielsweise den Cadet Hill, ne? Wenn der nochmal gepusht werden würde, hier wären 17-fach Punch, 21-fach Gas, 18,95 und so. Also sprich, man muss die erst da reinziehen und wenn dann die Combo gespielt wird, dann hat die eben diese neuen Werte. Dafür ist das da, um starke Karten, die du hast, noch viel stärker zu machen. Das ist der Sinn und Zweck dieser Combo Masteries. Also letzten Endes, wenn man ganz vorne irgendwo mal irgendwann in einer Top 100 Gilde mitmischt, dann hast du fast nur noch Leggies und also in der Regel haben die Gegner nur noch Leggies und Mythics. Und um dir da noch einen kleinen Vorteil gegenüber dem Gegner zu verschaffen, wenn die dann alle auch noch Quadfuse sind, dann hast du noch die Combo Masteries, um deine Kombos noch ein bisschen stärker zu machen. So. Dann haben wir den nächsten Kommentar von lange nicht mehr gesehen, Mr. Jack Rufford. Let's play. Ja, ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei uns hier auf dem Kanal gewesen. Doch, ich glaube, ich fange wieder das Spiel an. Wir sehen uns bald in Gilde 2. Wie oft hat Jack Rafott schon gesagt, er kommt zu uns in die Gilde und dann kam er nicht. So, also, ja, ich bin gespannt, Jack. Ich, um Gottes Willen, also wenn du kommen willst, dann komm. Aber dann musst du erstmal ein bisschen spielen. Das dauert dann einen Moment, ne? Also, so, ja, dann sind wir jetzt soweit, dann gucken wir jetzt mal, was mache ich denn hier? Wollte schon gar nicht. Ich wollte da gar nicht rein. Ich wollte eigentlich hier unten so. Hier, dann haben wir hier die Mythic Louise in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Und dann gehen wir in den Shop rein und schauen mal, was hier so aktuell am Start ist. Hier haben wir das Mythic Farnsworth Pack mit High School Bill, Neil Goldman, Student Lucky und Bill Daugherty. Mega geile Box auf jeden Fall. Dann haben wir hier Matthew Debater Box, Bible Study, Henry Haber Debater, Neil Goldman und Student Lucky und Luann Bladder. Eugene Welcher, was mir nicht gefällt an dieser Box, ist hier hinten. Gut, geht noch, aber hier die Luann Bladder brauch ich nicht. Die brauche ich wirklich nicht. Und es würde mir gar nicht so gut in den Kram reinpassen. So, dann sind wir auch schon in der Combo Mastery angelangt. Dann haben wir hier als allererstes Mal den Krav-Maga-Dale. Schauen wir mal, was der so kann, der Krav-Maga-Dale. Hier hat er Revanche, Stoß und Leech. So, lass uns mal schauen. Dale gibt es ja nur in Common, nach wie vor. Ja, also wer den Dale hier in Common noch hat, ist entweder absoluter Anfänger oder weiß nicht, was er tut. So, und dann ist er auch ein Anfänger. Also, völlig uninteressante Combo, braucht kein Mensch. So, da und die dafür 500. Dann haben wir Spin-Out Louise. Schauen wir uns doch mal die Spin-Out Louise an. Was kann die denn?
Combo-Recipe. So, da haben wir einmal. Das müsste ein Hammer sein, ne? Also, das sieht man inzwischen so schlecht. Hämmerchen. Also, sprich, Angriff kriegst du mit hinzu. Aber es ist hier mit Autokarten. Luis mit Autokarten. Wir gucken mal. Das Golfball Escape ist meistens ganz unten. Genau, dann kommt hier eben sowas bei raus. Ja, braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht diese Karte. So, dann sind wir mit der Spinout Louise auch schon durch. Dann haben wir als allernächstes die Cat Dragon. Cat Dragon sieht folgendermaßen aus. Das ist das hier. Die ist schon besser. Da hast du Bodyguard immerhin. Und 14-fach Punch, 16-fach Stoß, da oben mit einer kommen. Aber letzten Endes funktioniert das Ganze dann trotzdem nur mit einem Maximal Planet Express Schiff. Mythic Louise mit Planet Express Schiff, auch dann machst du was falsch, wenn du das im Deck hast. Also nicht, wenn du die Mythic Louise im Deck hast, aber wenn du das Planet Express Schiff im Deck hast. Macht überhaupt keinen Sinn, diese Karte in irgendeiner Form zu behalten. Könnt ihr euch gleich wieder von trennen. Also. Auch wenn Cat Dragon, aber Cat Dragon geht tatsächlich nur da damit, ja. Ja. Also auch wenn es eine schöne Combo ist, aber die braucht ihr nie zum Einsatz kommen zu lassen. Dann haben wir den Fleur de Tutor als letztes. Gucken wir uns den mal an. Und der Fleur de Tutor ist hier der Quagmire mit Schulekarten. Jetzt wird's interessant, weil wir jetzt den Educated BGE haben. Schauen wir uns das Ding mal an. So, der Fleur de Tutor mit Motivieren und Leech. Tom Landry Middle School 11, 23. 7, 16. Ja, ich glaube, das ist die beste davon. 11, 23 ist tatsächlich die Tom Landry Middle School. Am besten für den Mythic Quagmire. Ja gut, das muss jetzt jeder, der den Mythic Quagmire spielt, selbst wissen, ob er da mal was reinpulvern möchte oder nicht. Ich kann es euch jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Aber müsst ihr selber entscheiden. Ich meine, die Karte, man muss ja mal so überlegen, die Karte hat Leech, ja. 23 in dem Fall wird ein bisschen mehr Leech mit hinzukommen. Okay, wir hätten dann über 70 Leben. Wir hätten mehr Angriff. Wir hätten ein bisschen mehr motivieren. Die Karte kriegst du ja so schon, ja. 65 Leben sind eigentlich relativ schnell down. Auch bei 23 Leech. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde sie mir nicht holen, aber ich weiß, dass es mit Sicherheit wieder Leute gibt, die da sagen, oh nö, gefällt mir magisch. Und wenn ihr die des Öfteren auch spielen solltet, dann holt euch diese 1000 Steine. Ansonsten lasst die Finger davon, lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Ich meine, es ist natürlich cool, was es momentan diesen Educated BGE gibt, aber was macht ihr, wenn der Educated BGE rum ist? Dann habt ihr einen Fleur de Tutor und ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht der Oberbrüller, ja. So, wenn euch dieses Video gefallen hat und geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.